Der neue Twingo startet noch im September 2014 in Österreich. Das gemeinsam mit Smart entwickelte Fahrzeug hat mit dem alten Twingo nicht mehr viel gemeinsam. So kommt der neue Twingo mit Heckantrieb und hat überdies 4 Türen. Er ist der Bruder des Smart 4x4, will sich aber mit eigenständigem Design natürlich vom Konkurrenzmodell abheben. Ein Schritt in die Richtung 4x4-Gänger ist die Reduktion der Außenlänge um 10 cm. Das bringt mehr Parkplatzchancen und dank des Heckmotorkonzepts ist nun sogar mehr Platz im Innenraum. Da wurde auf ein besonders modernes und peppiges Outfit geachtet und damit lässt der neue Twingo viele Kleinwagenkonkurrenten richtig alt aussehen. Praktische Ablagefächer gibt es zuhauf. Die Beifahrerlehne ist serienmäßig umklappbar und so passen Gegenstände bis 2,31 Meter Länge hinein. Der Laderaum ist eben, aber konstruktionsbedingt über eine hohe Ladekante zu erreichen. Mit der Infotainment-App R&Go lässt sich ein Smartphone via Bluetooth mit dem Autoradio verbinden. Auch ein kostenloses Navi ist integriert. Die jüngste Generation des Multimedia-Systems R-Link Evolution mit Online-Anbindung ist ebenfalls verfügbar und wird über einen 7 Zoll Touchscreen mit Zoom-Funktion gesteuert. Zwei Dreizylinder-Benzinmotoren mit 70 und 90 PS stehen zur Verfügung. Die Verbrauchswerte betragen zwischen 4,2 und 4,5 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer. Renault gibt 4 Jahre Garantie. Das Einstiegsmodell Life mit 70 PS kostet ohne Klimaanlage 9.990 Euro. Die nächste Ausstattungsstufe beginnt bei 11.290 Euro und das Topmodell Intense kommt auf 12.390 Euro bzw. 13.290 Euro mit dem stärkeren Triebwerk. Ein elektrisches Faltschiebedach ist gegen 900 Euro Aufpreis ab dem mittleren Level erhältlich.